Hallo und herzlich willkommen bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit und wir sind wieder zu Gast im Nasty Scream Studio. Das werden wir auch die ganze Zeit noch sein, solange Rise of the Tomb Raider läuft, weil wir es schon ziemlich fett finden. Und ja, wir sind jetzt beim vierten Part von Rise of the Tomb Raider. Nasty Scream wird wieder anfangen zu spielen. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 32%. Genau, 32%. Ziemlich krass. Und spieltechnisch müssten wir jetzt so knapp bei der Hälfte sein. Die restlichen Prozent sind nur noch Sammelgegenstände. Also wir sind auf einem guten Weg. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei Rise of the Tomb Raider. Euer Devil TV Team. Was sollen wir mit diesem Gefangenen machen? Erlacht ihn! Nicht schießen! Ausschwärmen und Bereich durchkämmt. Alles töten. So Leute, Nasty Scream ist jetzt am Pad. Viel Spaß! Nur drei Stück. Hasse Ballamas Mission. Scheiße! Kann man mal treffen. Feuer!
langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam. Augen aufhalten. Zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Element. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Frau. Ich gebe zu, dass nicht. Fragen halten nur unnötig auf. Ihr Feiglinge. Als nächstes. Schweine! Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist... unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Sie ist von da drüben versperrt. Toll, was sind die Gleichen hin? Ich komme klar. Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen. Danke. Durch ihre Adern fließt Eisen, Lara Croft. Es ist bald vorbei. Es muss noch ein Weg hier rausgehen. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Mir geht's gut. Ich muss nur ausruhen. Oh. Lara, wir müssen irgendwie an der Blockade vorbei. Ich krieg sie von hier nicht auf. Sie muss von drüben versperrt sein. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Es muss wie ein Paradies gewirkt haben. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Sicher. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen.
ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Weg von der Tür! Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Scheint eine Art Karte zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um. Und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Helikopterbeschuss! Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich! Eine päpstliche Bulle.
Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Das erledige ich. Das kann ich. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift.
als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Helikopter. Sie sind hier. Unterwegs. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch einfach ein paar Granaten rein und gut. Nein, der Atlas könnte da unten sein. Er hat recht. Das ist zu riskant, aber sie wird nicht kampflos aufgeben. Okay, machen wir diese Luke. Komm schon, ich brauche verschärft ein. Ich war nur einfach.
kann. Jacob, Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Wo hat denn die hingeschickt? Hast du deine Augen gesehen? Warte. Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Thank you.
Auch die Gebeine der Erde bieten Reichtümer an. Und wir haben gelernt, zu überleben und zu bestehen. Öl brodelt von unten herauf. Man findet es an tiefen Orten, in Höhlen und den Gräbern unserer Ahnen. Und es brennt ohne große Mühe. In Kriegszeiten bestreichen wir Pfeile damit, sodass sie brennen. Noch tiefer findet man Metall, in tiefen, glänzenden Adern, aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, um die Sowjetwaffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben, bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet.
Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Jetzt sitze ich da und denk nach. Guck mal, die sitzt doch nicht mal richtig. Die meisten Verletzten sind sicher, aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn sie nicht aufgehen. Aber hallo. Oh mein Gott, ist das cool. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den ich ausliefern können. Im Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Ich musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale.
kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Klar, und die Dose lässt sie da liegen. Ihre Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden.
Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. So, Leute, Padwechsel, ich bin wieder dran. Aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Ich mach's mal auf die Schleichart und Weise, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Mal diese Wichser mal auf, ja? Schieß, Lehrer, schieß, Bitch, Alter, schieß!
So, haben wir es geschafft. Ne, noch nicht. Ganz. Kalt abgeknallt, so aber. Ich wollte mich hier aber jetzt eigentlich aus dem Sackkampf umsehen. So, jetzt schön nachladen. Standard gibt's nicht mehr, oder was? Ach so, Standard ist Standardschuss. Da. Armes Schwein. Nice! Natürlich war das ein Kopfschuss. Wunderschöner Kopfschuss. So viel Mühe werden es sich nicht machen. Aber was kann, dann sich manchmal konzentrieren. Ganz selten. So, liebe Devil-TV-Zuschauer, dann ziehen wir uns hier mal den restlichen Scheiß rein. Ich glaube, Nasty Scream ist gerade im Live-Chat auf jeden Fall. Wenn ihr ein paar Fragen zum Spiel habt, einfach Fragen stellen. Es ist derzeit gerade immer einer von uns im Live-Chat für euch und einer von uns hier im Audio-Chat und am Pad quasi gleichzeitig. So, wie sieht erstmal alles fresh aus? Nasty Scream, hast du den Ausgang gesehen? Wahrscheinlich hier oben. Ach, Lara, du bist nicht fertig. Warte. So. Schön zählig. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Oh, Herrgott, jetzt halt doch mal die Fresse, du alte Heule Mensch. Wir haben ja gerade 30 Leute erschossen, Alter, und hocken jetzt hier auch nie in der Ecke am Heulen. Alles Scheiße hier. Keine Zeit für so einen Mist. Die Alte findet die Zeit hier in ihrer scheiß Krebskrankheit, sich hier noch hinzusetzen und eine Audioaufzeichnung extra für irgendwen zu machen. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel
ist die göttliche Quelle. So ein Spast. Kein weiteres. Hat er wohl unseren Baba gekillt? Nee, ne? Ach ja, wir wollten nur. Was ist denn das? Cool. So, was geht denn hier? Das haben wir auch alles klar. So, Lara, renn mal hübscher, meine Gute. Wird ja auch immer hübscher, ne? Immer knackiger in HD hier. Ja. Nee, ich meine so auf den Arsch bezogen. Es wird halt immer knackscher. Fuck! Ach, die kann sich daran festhaken? Ich hätte jetzt gedacht, die hält sich einfach fest. Also Drake hält sich jetzt einfach festgehalten. No? No. Und dann läuft es. Was soll denn das, Alter? Ist das der Casual-Gamer-Haken oder was? Kann ich jetzt nicht mehr krepieren? Ach, hier muss ich gar nicht drücken, alles klar. Aber hier wieder, alles klar. Also ne, fühlt sich schon geil an, wie sie das hier gemacht haben. Wunderschönes Szenario. Hier schon, also schon geiles Konzeptbild, so, ne? Darstellt, wunderschön. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Oh Mann, das ist natürlich sehr schade hier. So. So, jetzt verstehe ich, was du von mir willst. Looting. Basislager, das ist nicht Looting, das ist Upgrade. Wer davor war, Rutschklasse. Immer auf Knie. Kann man nur machen. Was links daneben? Ach, das muss ja immer gemacht werden. Steigst du schneller im Rang auf? Eifriger Werner. Kriegst mehr EP.
So, ho, ho. Schauen wir uns mal um hier. Boah. Boah, hier pisst ja wie aus Kübel. Unfassbar. Oh ne, was höre ich denn da? Exot ist hier in der Nähe, so kann man es so beschreiben. Bist du echt, Digga? Bist du echt? Ich will das nie kompliziert. Echt? Bist du Stress, Alter? Reise dich! Du bist meine Katze, Alter. Ich dachte, das ist ein Wolf, Alter. Boah, das können wir gut gebrauchen. Alter, leck mich am Arsch, dieses Mistvieh, ey. Krass. So, was kann ich denn hier machen? Hoffentlich. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Schon hoch? Vielleicht auch nur Funkstörung, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Nageli, wack. Was haben wir hier? Boah, was für schöne Sachen sind. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Wahnsinniges Ding. Und ich denke schon, dass das stimmt, was die da haben. Ja. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Boah. Das war jetzt so richtig Uncharted-like. Wer weiß, ob's Uncharted oder Tomb Raider zuerst hatte. Uncharted 4 ist zwar später erschienen. Müsste man mal nachforschen, welches eher angekündigt wurde. Nun, alles schick. Eine Runde. Dann, ja. Batsch, Alter, Lara. Lara hat verkackt. Wechsel. Was? Von dort? Euer Ernst? Aber ich muss doch nicht alles sammeln, oder? Oh, eine Feder. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Auch so ein Walkie-Talkie. Was? Noise. Hä, echt jetzt da drüber? Scheibenkleister, da muss ich doch. Hättest du es hier rüberspringen müssen? Oh mein Gott. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach.
Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch.
birgt für viele unnötige Risiken. Ohne sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schnell. Meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Ich bin ja fest mit der Alten. Ich bin dann tot, nicht die Alte. Ich war ja oben. Das ist er. Das muss er sein. Na, wir haben auf mich draufgefallen. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Ein altes Wandbild und diese Gefäße, griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Oh, diese
Geruch. Oh nein, lebendig verbrannt. Oh Gott! Schmerz! Warum nur? Kann ich... Gott! Ja, tu es! Oh, schnell! Mach! Guck mal, da liegt ein Kopf. Schieß mal rein. Rektor! Er könnte das getan haben. Was zum Teufel ist das? Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Oh, Hilfe.
beschreiben. Die Sicht wäre ich total abgeschmissen. Oh, verdammt nochmal was von mir. Oh Gott! Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit! Croft hat das Paket. Bleibt denn hier dran? Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Aufgänge sind da. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden! Geil. Jetzt kann ich
geil. Boah. Mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich kritisches Feuer. Oh. Oh. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Thank you.
Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, ja, Mann, Alter. Ja, toll. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, Mann, Frau. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Was ist denn das? Hä? Na? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ja, ich muss sie nur finden. Bein. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ach nee. Ich muss sie nur finden. Nur wenn ich zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Kacksicht reinmache. Nein. Mann. Das muss man nicht abfackeln. Gucke. Das explodiert gleich dort. Echt jetzt? Nein. Oh! Shit happens. Ich hab ne Idee. Das sollte den Weg etwas frei machen. Ja, Mann. Nein, Mann. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Jetzt muss ich hier rüber. So weit. Nein, du bist
noch ein Pfeiler übrig. Noch einmal. Und dann? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ach nee, Weib. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können.
Die leben. Oh Gott. Oh. Wenn die leben. Ich muss mir erstmal das Headset umsetzen, ey. Wow, fuck, fuck, Lara, jump, 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 verdammte Kacke, jump. Oh Gott, wieso ist sie so lame? Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, jump. Mir ist genau dasselbe passiert wie dir. Gib mir das Du Hure! Du dämliche Lara Croft-Hure! Alter, was geht ab? Ich komm mal zu dir rein. Machen wir die Wichse. Ja, wir teilen uns das Mikro lieber. Na schon, das ist so lange die Uhrzeit, die an uns lag. Ach, so läuft das. Ja, und das ist bei dir. Wow. Wow. Oh shit. Oh krass. Hammergeil. Wunderschön, können wir nur jedem empfehlen, das Spiel. Ich bin draußen. Gibt's mittlerweile für 61,99 Euro bei Amazon. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Oder auch bei Desaster-Petition Konsolenspiele. Radiale Geräte. Das gehört jetzt dir. Ja. Richtig geil. Bestimmt aus Daunus. Episode 1. Nee, Episode 1, da gab's ein Kind. Kälte gern läuft automatisch wieder, wo jeder zum Apparat wird, mit Atmen ist ja schwer, wa? Aber die machen keine Werbung für uns. Ich mach Werbung für die.
eh nur immer wieder aufs Kreuz. Ja, guck dir das an, ein Arsch in HD. Mal gucken, ob Drake auch nochmal in so eine Situation. Ja, so. Ja. Dann hat die da dieses Leuchtstäbchen dabei. Siehst du, gleich die Hand. Ja. Nur wenn du nicht hinguckst. Und dann. Ansonsten Schubs ist verschwunden. Wir sollten echt langsam aufhören mit Spielen. Wir wollen das ja auch noch auf YouTube hochladen und langsam. Oh, fett. Wir haben neues Gewehr. Neues Gewehr. War kein Wein? Ey, links, links, links. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Jetzt guck dir doch mal. Diese Schriftrollen. Handgranaten. Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben. Ich wusste es. Kleiner Vogel. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Wie eine Falle. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Jake. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Da kommt der Scott zum Ende. Siehst du Glitzer verweiten? Ja, der leuchtet. Der leuchtet. Der glitzert hier nicht nur, der leuchtet. Also ich will nochmal kurz anmerken, das sieht auf jeden Fall nochmal eine Ecke schöner aus als auf der Xbox One. Nur eine Ecke. Es sah schon auf der Xbox One traumhaft aus. Man kriegt alle DLCs dazu. Es ist ziemlich... ja, günstig will ich jetzt nie sagen. Ist ja immer noch quasi ein fast Vollpreistitel für knapp 60 Euro. Und ist aber echt ein super Spiel. Also auch für alle, die eine PS4 haben, die extra drauf gewartet haben, die es geil finden, ihr kriegt die beste Version, die man kriegen kann, bis auf die PC-Version. Aber nur, wenn man auch den dafür vorhergesehenen PC hat. Deswegen für Konsolenspieler... die PS4-Version die beste. Mega geil. Mega geil. Und wenn das sich hier so ein bisschen rausfiltert, dass wir PlayStation ein bisschen geiler finden als Xbox, dann ist es so, tut uns leid, aber ich renne jetzt hier nicht rum und sage, Xbox ist scheiße oder so ein Kack. Die Xbox hat genauso Games, die ich jetzt auch fett finde, wie zum Beispiel Dead Rising 4. Forza Horizon ist auch immer eine ganz schöne Sache. Uns stürzt hier gleich der Stream ab, weil wir Werbung für Microsoft machen. Aber für Leute, die es interessiert, auch die Gears of War-Reihe ist jetzt nicht ganz mein Fall. Ja, Sunset Overdrive würde ich mir auf der One auf jeden Fall noch geben wollen. Rise, Son of Rome auf jeden Fall auch. Einfach so. Sind jetzt vielleicht nicht die übelsten Blockbuster-Games, aber die würden mich auf jeden Fall interessieren. Und Scalebound. Das wäre auf jeden Fall auch noch so ein Ding. Und Dead Rising 4 kriegen wir ja ein Jahr später dann quasi nächstes Jahr. Ist auch okay. Dann kriegt man das vielleicht wie bei Tomb Raider hin, dass wir dann auch schön fett hier DLCs und so ein Quatsch für lau kriegen. Ich kann es auch. Ja, krass. Hier ist es los. Magic. Sieht wunderschön aus, kannst du dir mal kurz die Skyline anschauen? Da hinten. Ja, dann stell ich mal auf das Ding dort. So wie so ein, wie ein Assassin's Creed, ne? Boah, zeig mal unten das Wasser. Oh, hier oben, das ist schon beeindruckend geil. Also sorry Leute, dass wir es euch nur in 540p Normalqualität streamen können, nicht mal High Quality 540p. Aber gibt ja noch bessere. Jonah. Wir könnten eigentlich bis auf 720p streamen, aber... Du siehst furchtbar aus. Verdammt, glücklich. Ich hatte recht, John. Beth hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wird
ihre Sturz. Machst jetzt auch immer Menschen nach Hause kommen. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium. Das ist live. Wir sind live auf Sendung bei Devil TV. Immer live. Könnt ihr aber auch auf YouTube gucken. Guckt nochmal in unseren Newsfeed. Wir haben es nochmal gepostet jetzt während dem Stream. Ihr könnt euch die Videos auch ein, zwei Tage später immer nochmal auf YouTube angucken und noch weitere Videos, die da landen. Die Unboxing-Videos in Zukunft auch direkt auf YouTube mit einem großen Bildschirm. Wir machen das nicht mehr wie bei Rise auf so einem kleinen. Das wurde der Collectus leider nicht gerecht. Sie haben ihn gefunden. Machen wir es nur auf den großen. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Zum Henker kommen wir durch das ganze Eis. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht.
Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen. Aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Das letzte Mal gesehen habe, warst du. Verdammt, Lara. Sei lauter. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Lara. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Besser kennen? Das Wetter ist nicht schön. Das ist ganz schön kalt, ne? So, Leute. Ist natürlich jetzt eine super Ausgangssituation, wenn wir jetzt alle wissen, wie es weitergeht, deswegen... Aber wenn hören wir jetzt hier auch gleich weiß, auf. Lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Gleich. Wir upgraden nur hoffen, noch schnell. Dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. In aller Ruhe. Ich muss ihn zurückholen. Und ich lasse danach ihn hören wir auf jeden sterben. Fall auf. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Aber wir hören nicht komplett auf. Ihr seht uns sicherlich morgen oder übermorgen jetzt die Tage wieder. Schaltet auf jeden Fall Freitag hoffentlich ein, wenn alles gut geht, um euch Dragon Ball Xenoverse 2 reinzuziehen. Und sicherlich auch übers Wochenende noch eine Menge Rise of the Tomb Raider. Wir werden dann auch irgendwann Streams außerhalb der Story haben, die wir einfach nur noch Rise of the Tomb Raider Komplettierung nennen. Und die müsst ihr euch natürlich nicht unbedingt reinziehen, die hauen wir aber trotzdem auf YouTube, falls es Leute gibt, die alles sammeln und die irgendwo nicht weiterkommen oder einen Bug haben und sich vergewissern wollen, dass es wirklich ein Bug ist oder vielleicht dann doch die Lösung finden. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal noch, wie gewohnt, die Rise of the Tomb Raider Streams weiter, bis die Story vorbei ist. Danach streamen wir auf jeden Fall noch die DLCs. Wir wollten heute eigentlich den Blood Ties DLC euch zeigen in VR-Stream. Aber leider hat das irgendwie nicht ganz geklappt. Wir denken, das liegt daran, dass wir das Update blockieren. Aber wie gesagt, wenn wir das Update runterladen, das 1.04er Update, das geht allen Spielern so, dann... stürzt das Spiel nach einigen Sekunden bei gehaltener Internetverbindung ab und deswegen blockieren wir das Update, können aber dadurch nur in 540p Standardqualität, wie gesagt, streamen. Aber immerhin können wir überhaupt streamen und genau das ist der Punkt. Lieber streamen wir in durchschnittlicher Qualität, als gar nicht streamen zu können. Wenn es ganz kacke wäre, dann würden wir es auch lassen, aber in 540p Standardqualität, das geht. Ist okay. Ist jetzt nicht das Beste, müsste doppelt so hoch sein, aber hey. Das Beste, was wir auf Twitch streamen können, sind 720p High Quality. Das sind immer so die einzelnen Höhen abgestuft zwischen Standard und High. Gibt's also für 540, 360, 720. Ich weiß gar nicht, kann man auch in 240? Nee, ne? Das ist sogar, glaube ich, schon zu krass.
Ja, auf jeden Fall, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Wieder mal schaltet auch die Tage wieder ein. Es wird auch sicherlich am Freitag ein kleines Dragon Ball Xenoverse Unboxing geben, so wie wir das bei Rise of the Tomb Raider Collector's Edition probiert haben. Diesmal machen wir es aber, wie gesagt, mit einer kleinen Kamera, mit Vollbild hier bei uns im Studio, dass man auch ein bisschen mehr sieht. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr da euch das einen Tag später ungefähr auf YouTube reinzieht. Das kommt dann leider nicht im Livestream. Aber das Gameplay kommt dann im Livestream auf jeden Fall. Das werden wir sicherlich Freitag zeigen, ein, zwei Stunden. Samstag wahrscheinlich dann länger. Und es wird sicherlich auch ziemlich viel Rise of the Tomb Raider laufen, wie gesagt. Das sind jetzt so erstmal die Sachen, die uns bevorstehen. Ich will noch gar nicht weiter in die Zukunft schauen. Wir wollen ja noch ein paar Überraschungen parat halten. Und die kommen Schlag auf Schlag auf jeden Fall. Wir werden euch jetzt eine Weile mit Rise of the Tomb Raider und Dragon Ball Xenoverse 2 unterhalten. Und direkt danach, zack, kommt der nächste Blockbuster ins Haus. Und das werdet ihr aber erst sehen, wenn es soweit ist. Und wenn wir uns ein paar Wochen dann mit dem Titel auseinandergesetzt haben, zack, kommt der nächste Blockbuster ins Haus. Und der wird Monate fressen, denke ich. Und den Monat drauf kommt auch ein mir emotional sehr wichtiger Titel raus. Ich weiß aber noch nicht, ob der tatsächlich auch noch unter dem Weihnachtsbaum landet, da schon bereits die PlayStation VR-Brille im Devil-TV-Studio unter dem Weihnachtsbaum gelandet ist. Und inklusive Until Dawn Rush of Blood. Und ja, ich denke, das ist auch eigentlich schon genug. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Viel Spaß beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal. 45% Sowjetanlage. Könnte ich kotzen. Immer noch diese scheiß Sowjetanlage. Ich krieg die Krise. Aber wir kommen dem Ende näher. Weiter geht's. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Pit. Und Destiny. Euer Devil TV Team. Bye.